Im Bereich All for Ethernet zeigen wir unsere innovativen und durchgängigen Lösungen von der Geräteintegration bis zur Verkabelungsinfrastruktur. Besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Thema Single Pair Ethernet, also Zweidraht Ethernet zur Anbindung von Endgeräten. Wir zeigen in diesem Jahr das gesamte Connectivity-Lösungsspektrum der IEC 63171-6. Das beinhaltet IP20, M8, M8-Hybrid und M12-Lösungen. Zudem geben wir erstmalig einen Ausblick auf das neue Thema M12-Hybrid für Single-Pair-Ethernet. Wir werden neben der Connectivity auch erste Prototypen von Geräten vorstellen, nämlich Medienkonverter und Switche für das Thema Single-Pair-Ethernet und Standard-Ethernet. Auch das Thema der M12-Power-Varianten werden wir weiter ausbauen. Wir launchen die Power-S- und K-Kodierung, die sich insbesondere eignen zur Anbindung von AC-DC-Motoren und kleinen Automatisierungsgeräten. Die Steckverbinder werden nicht nur mit Schraube, sondern auch mit der neuen außenliegenden standardisierten Push-Pull-Verriegelungskontur ausgestellt werden. Ergänzend hierzu werden wir erste Prototypen der A-kodierten M12-Steckverbinder mit dem neuen innenliegenden standardisierten inversen Push-Pull-Verriegelungsmechanismus ausstellen. Kommen wir nun rüber im Bereich der Board-to-Board-Connectivity. Im Bereich All4PCB haben wir das Highlight H-Modular. Es handelt sich hier um eine modulare Steckverbinderfamilie im Rastermaß 254, die das Thema Daten, Signal und Power abdeckt und die sich völlig frei nach Kundenwünschen konfigurieren lässt. Auch das Thema der miniaturisierten Board-to-Board-Steckverbinder im Rastermaß 127 werden wir weiter ausbauen. Die Produktfamilie H-Flex, die bisher lediglich für Daten und Signale vorgesehen war, wird ausgebaut, um Power-Varianten und hybride Varianten, die das Thema Power und Daten abdecken. Das waren die Neuigkeiten im Bereich der Geräteintegration. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald.